Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Workers and Resources hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir werden heute in dieser Folge ein bisschen mal in die Planung, weil wir müssen ja wirklich, Planung und Umbau ist hier das A und O in dem Spiel. Das wisst ihr wahrscheinlich selber schon. Deswegen werden wir jetzt schon mal in die Planung, weil ja immer mehr Probleme sind durch Kriminalität. Und das wird nicht weniger werden. Wir haben wieder einen Einwohner dazu bekommen. Oder einer ist neu geboren worden, das weiß ich nicht. Wird sich bestimmt auch rausfinden lassen, aber was ist jetzt? Keine Arbeiterressource. Okay. Aber es ist alles im Bau. Wir haben hier nichts mehr zum Bestätigen. Also das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir ja die eine Statue. Hier könnten wir, ich habe eben noch mal, bereite mich ja mal vor. Und hier hätten wir zum Beispiel noch die Möglichkeit, hier zwischen einen Obelisken zu setzen. Der natürlich auch, wenn man da mal drüber geht, Einfluss auf Regierungsloyalität plus 3,4%. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Einen Spielplatz haben wir ja geplant. Hier vorne haben wir das geplant. Dann haben wir noch ganz was Tolles festgestellt. Oder ich habe was ganz Tolles festgestellt. Und zwar könnten wir ja, es ist ja jetzt ein 25. November, oh, wir haben die 4-Millionen-Grenze unterschritten, könnte man jetzt ja hier zum Beispiel von Gebäude zu Gebäude Lichterketten aufhängen. Ja, beispielsweise so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Guck mal, also gar nicht so, wie das wohl bei Nacht aussieht, bin ich sehr gespannt. Ich habe das für mich entdeckt und die kann man auch wieder abreißen. Also das ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht oder nicht. Da vorne ans Haus ran. Da drüben, oben ran. So. Das ist ein bisschen wohnlicher wird. Ja, ich weiß, Schönbau können wir eigentlich nicht so. Oh, hier stehen aber viele draußen. Brauchen mehr Arbeiter hier. Lichterketten. Hier schön bunt und wechselnde Farben und so. Dann ja auch, oh, neue frische Ware kommt. Oh, frisches Bier. Mal gucken, ob das geht. Von hier oben, da drüben oben hin. Ja, geht auch noch. Aber wollen wir mal gucken, wie das nachher bei Nacht aussieht und bei Schnee bei Nacht und so. Das könnte durchaus interessant sein. Ich habe festgestellt, unsere Schneeräumfahrzeuge kommen überhaupt nicht hinterher. Das heißt, wir werden nochmal ein paar Schneeräumfahrzeuge kaufen. So ein oder zwei. Es gab jetzt 9. Wir gucken mal. Schneepflug. Wir haben, glaube ich, den W50 haben wir, glaube ich. Oder den Skoda. Also leistungstechnisch haben wir hier jetzt nichts. Schneepflug, Räumgeschwindigkeit 23 km/h ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Was haben wir denn hier jetzt überhaupt fahren? Hier hatten wir doch eben einen da. Achso, haben wir auch hier den Skoda. Haben wir. Ja, dann nehmen wir den weiterhin. Kann man noch ein bisschen ummalen, sehe ich gerade. Aber Weiß und Schneepflug ist schon ganz gut. Ein, ja. Lass uns noch zwei, dann sind wir für den Winter gut aufgestellt. Wir haben ja noch zwei. Oh, was ist hier los? Heizungsprobe? Schon wieder? Achso, ja, Hallenbad. Ja, wir arbeiten dran. Mit. Achso, ja, mit Hochdruck natürlich. Das klang ein bisschen hier wie so ein Sketch. Badumtsch. So. Da hinten sind sie fleißig am Arbeiten. Die Straße ist auch fleißig am Machen. Das heißt, wir planen jetzt mal das nächste Viertel. Ich weiß noch nicht, wann wir das bauen, aber auf jeden Fall wird die Planung schon mal sein. Und zwar ist es unser... Achso, warte mal. Das wollen wir dann ja auch ordentlich machen. Boah, schon wieder ein Einsatz. Halt, ich will nur Straße, nichts anderes abreißen. Nicht, dass wir hier gleich Problemchen kriegen. Und zwar möchte ich nur die hier abreißen. Passt. Hauptsache beide Schneepflug. Achso. Ja. Die kommen ja auch gerade erst an. Ich möchte gerne hier eine Regierung. Ein. Aber wie sagt man denn dazu? Ach, geht echt nicht. Ach, ich hätte jetzt gedacht, das passt. Kriegen wir das so schräg? Ja, schräg ist aber auch doof. Schräg ist das neue gerade. Kenne ich auch, aber nein. Also bauen wir es hier hin und von hier daran. Ja.
So ist das doch ein guter Plan. Das ist unsere Straße des Gesetzes. Können wir die benennen? Genau. Benennen wir gleich mal. Achso, können wir nicht? Doch, können wir nicht. Können wir bestimmt benennen. Können wir nicht benennen? Unfertig ist. Achso, wenn die fertig ist, dann vielleicht. Nee, auch nicht. Können wir nicht benennen. Okay. Oder Straßenschilder? Warte, Wegpunkte. Betankung. Stimmt, Tankstelle wollte ich auch noch bauen. Nee, Wegpunkte. Irgendwo waren noch hier noch Schilder. Warte. Da. Straßenschild aufstellen. Okay. Und fertige Straße. Ach so. Zone. Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay, nee, das ist... Ich hatte jetzt an etwas anderes gedacht. Straßenschild. Wegpunkt? Nee, ich auch nicht. Nö. Nee. Kreuzung platzieren ohne Verkehrsschilder. Nö. Nee. 30. Achso, das ist ein Ortseingangsschild. Na gut, dann. Machen wir das nochmal eben neu. Das wäre jetzt gut, weil das ist die Straße des Gesetzes jetzt. Na, dann fahren wir hier nochmal rein. Machen wir mal Raster an. Rasterman. So, bis hierhin. Das ist auch okay. Bauen. Dann brauchen wir hier später. Das werden wir auch gleich erst noch pausieren. Aber ich möchte ganz gerne, dass wir das schon mal planen. Und zwar brauchen wir ein Polizeirevier. Ich würde da auch erstmal mit einem kleinen anfangen. Hier haben wir dann eine gute Ortszugänglichkeit und wir haben hier Abwasser, Wasser, Heizung und Strom. Finde ich auch okay. Polizeirevier. Dann brauchen wir ein Gerichtsgebäude. Auch da werden wir erstmal auf ein kleines Gerichtsgebäude gehen. Oh, echt? Da doch. Oh, ne, doch, ne. Warte. Ich mache mal Raster aus. Dann kriegen wir es, glaube ich, ganz gut hin. Okay, noch einen Ticken ran, noch einen Ticken ran. Nur Wasser haben wir nicht, ne? Doch, Wasser haben wir auch. Und den blauen habe ich nicht so wahrgenommen. So. Gerichtsgebäude. Und dann brauchen wir, weil es ja wichtig ist, noch ein Gefängnis. Leider kann ich es nicht drehen. Also ich könnte es natürlich so längs drehen, das wäre aber doof. Ich würde jetzt diese Straße tatsächlich so ausbauen, dass wir hier hinkommen. Ohne Winkel, genau. Dann Wohngebiet, nein. Staatliche Infrastruktur, Justiz, Gefängnis. Ich würde tatsächlich noch nicht das Große bauen. Wohnungsqualität, gut, wäre dann bei 50%, wäre ja super. Ach, das müssen wir auch beliefern. Kriegen wir hin. Aber das wäre dann statt 12 Tonnen bei 52 Tonnen Stahl. Wäre natürlich was für die Zukunft. Könnten die natürlich auch runterregeln. Aber 6000 Tage. Oh, oh. Ich glaube, da wäre der kleine Arm des Gesetzes schon durchaus völlig in Ordnung. Ich werde es ja noch nicht, wir werden es ja noch nicht in Bau. Also ne, wir planen jetzt ja gerade. Ihr könnt ja noch mal gerne was dazu schreiben. Ich weiß nur nicht, wann ich darauf reagiere, weil ich jetzt in den Urlaub gehe. Ich wollte das nur mal planen, dass wir das für die Zukunft, dass wir es auf jeden Fall haben. Ich muss mal eben drehen und wegdrehen und so. Da, guck mal, so. Und dann, da, nee. Hm? Hm? Hm?
Was soll denn das? Was seid ihr denn jetzt so? Seid doch jetzt nicht so. Geht doch. Deswegen habe ich hier vorher noch nicht gebaut. Bauen. So. Wir werden diese Straße des Gesetzes noch aussetzen. Dadurch fallen auch andere, alle anderen Bauten, die wir jetzt hier geplant haben, erstmal weg. Okay. Fahren hier jetzt echt wieder zwei Schneeflüge an selber Stelle, ja. Ach, ihr macht mich echt fertig. Hier fährt noch ein Schneeflug durch. Naja gut, ist dann auf jeden Fall die Hauptstraße. Dort kommen sie dann auf jeden Fall schon mal von A nach B. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben jetzt hier schon Gerüst stehen für den Lagertank. Das ist gut. Die beiden haben wir auch schon fertig, die beiden Rohre. Das Zwischenstück hier noch nicht. Haben wir da keinen? Brauchen wir da einen Straßenanschluss für? Brauchen wir bestimmt einen Straßenanschluss für? Oh, siehst du, deswegen wird das Ding auch nicht gebaut. Ah. Wir sind doch schon ziemlich weit mit, ne? 31%. Wir gehen da hinten mal mit ran. Nicht, dass wir uns wieder die Straße verwurschteln. So, haben wir die nämlich auch schon mal mit angeschlossen, kann gebaut werden. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der hier fertig wird, bevor wir das Ding hier auf hohe Priorität setzen. Und das Ding ist auf hohe Priorität. Das ist auf niedrig, die brauchen wir erstmal alle nicht. Erstmal brauchen wir die hier. Und dann brauchen wir auch noch Strom, ne? Strom brauchen wir ja auch noch. Mensch, Kante, das hast du ja voll vergessen. Hochspannungsschalter. Da kommt Strom ja wieder rein. Ach, da gehen auch kleine von ab. Das habe ich ja nicht gewusst. Okay. Also wir brauchen einmal spiegeln. Genau, Straßenanschluss, andere Seite. Nee, war doch gut. Setzen wir mal hier mit ran. Bei Schiene fahren wir da oben. Ja, das müsste passen. Wollen wir hier vorne hin? Nein. Also setzen wir die hier mit hin. F1, F1. Andocken. Bisschen drehen, drehen, drehen. Dann haben wir hier noch gerade. So. Dann brauchen wir noch einen Stromartigen. Der von hier einmal hier rüber. Und daran geht. Bauen. Dann brauchen wir hier für die ganzen Pumpen natürlich ordentlich ein bisschen Elektrik. Würde ich jetzt nicht an so eine Sandstraße bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenigstens gerade ein bisschen schwierig. Kohlekraftwerk schaffen wir noch nicht. Aber ich da jetzt wieder bauen, ne? Mach mir das Leben aber auch selber zur Hölle, merke ich gerade. Wir gehen mal ein bisschen auf Geschwindigkeit hier. Die fahren wir alle zu langsam. Okay, der bringt gerade wieder was. Das ist gut. Also ihr seht, das ist alles noch nicht weit. Und hier fahren sich die ganzen Baufahrzeuge alle fest. Naja gut, ist denn so. Boah, krass, ne? Wenn du jetzt hier auf dem Wasser bist, ist da alles hell und verschneit. Wegen dem Dunklen. Und hier siehst du wieder alles ordentlich. Ach, schön. Okay. So, Gerichtsstraße. Oder Straße der Gerechtigkeit. Ist beides okay. So, hier wird jetzt für unsere Busfahrer gereinigt, hier die Straße. Super. Also es bringt schon was mit den mehreren Längs, ne? Also man muss das schon so sehen. Die fahren hier natürlich auch nur 34 auf Schnee. Achso, schmilzt gerade. Okay. Oh, sehr gut. Hier wird das Rohr jetzt gebaut. Aber es wird gerade angefangen zu bauen. Ne? Also wir sind bei 0%. Schewidig, schewidig. Hier oben drauf fährt er bei Schnee dann 18. Okay. Wir verbrauchen hier natürlich im Moment jede Menge Bauressourcen. Hier haben wir alle ausgebaut. Haben wir noch kostenlose über? Baudepots, Baufahrt, Bau. Warte. Baubüros, hier. Baubüros, Kante. Bauamt. Hm?
kostenlos. Ach, guck mal, ich habe gerade mal 2 von 7. Wir werden ja noch ein paar Baubüros bauen. 1, 2. Den Bau mal ein bisschen vorantreiben hier. Achso, da geht's weiter. Sehr gut. So. Quellgebäude. Quellgebäude. Das heißt, was brauchen wir jetzt noch am dringendsten an Fahrzeugen? Wir brauchen am meisten Kies und Beton. Also Beton haben wir jetzt... Was? Der fährt hierher? Ach so. Der hat keinen Sprit. Wir haben keine Tankstelle hier. Die fahren alle rüber zum Tanken. Moment. War das hier die kostenlose Tankstelle? Ja, ne? Kostenlose Tanken. Oh, da kann ich nicht bauen. Ach, weil ich da in dem Bereich bin. Okay. Kostenlose Tankstelle. Oder? Und dann halt hier hinten. Ach, wenn wir hier eh schon den anderen Kram bauen. So. Das heißt, wir müssen hier... Ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Depot für Straßenfahrzeuge brauche ich hier jetzt nicht, weil wir kaufen direkt. Verteilungsbüro. War unter Frachtverteilung kostenlos? Achso, geht auch nicht. Kommt ja auch noch wieder weg. Das heißt, du kriegst jetzt... Ach guck mal, das wäre sogar gar nicht so schlecht. Das heißt, wir werden hier jetzt einen Tank, Öltank holen. Wieder den großen. Und du bekommst eine Aufgabe. Von hier nach da. Ich will es ja mal ordentlich halten. Vom Zollhaus zur Tankstelle. Ich bin von hier nach da immer so doof. Also beladen. Kraftstoff auf 30%. Genau. Das ist jetzt deine Aufgabe da. Nichts anderes. Ich würde jetzt auch nichts anderes mit anfangen mehr. So, wie sieht das hier hinten aus? Habe ich hier schon was gebaut? Ja, 22%. Okay. Hier ist unser Export-Öltanker. Vielleicht sollten wir den drüben hinstellen. Und den anderen großen hierher, weil der hat ja viel mehr... Ja, doch, doch, machen wir, klar. Warte. Super Idee. Der holt jetzt erstmal Kraftstoff, das ist gut. Damit wir hier auch was haben. Und die Leute tanken können. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Wieso hast du 11,2 Tonnen geschafft? Achso, erstmal selbst tanken. Mhm. Dann kannst du jetzt... Achso. Doch. Haben hier noch irgendwie... Ne, kann ich nicht. Okay, also muss ich jetzt erstmal den anderen hier wegholen. Wo ist der andere? Den... Oder? Wo bist du? Du bist noch auf dem Weg. Heizungsproblem, ich weiß. Kann man eigentlich, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, eine Priorität für jetzt die... für die Nierräumfahrzeuge geben. Also, dass man denen jetzt sagt, fahrt mal bitte zuerst die Hauptstraßen. Oder ist es random? So, der exportiert jetzt. Gut. Nein, du fährst jetzt einmal hier rüber. Da rein. Und dich nehmen wir mit. Da mit rein. Wie sich das gerade verändert hat. Nur weil wir ein drittes Fahrzeug wieder dazu zugefügt haben. Okay. Ja, Heizungsproblem. Wir arbeiten dran. Ja, die Maulwürfe sind schon ordentlich am Wüten.
Oh, guck mal, wie hübsch das aussieht. Kann man nicht hier auch so Äuglein anmachen bei denen? Ne, kann man nicht. Ja, gut. Ist eine nette Sache. 26. Dezember. Oh, ist sogar zweiter Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten. 72%. Kind gestorben. Na, sehr schwierig. Konnte kein Krankenhaus besuchen. Kriminalität. Haben wir natürlich sehr viele. Raumtemperatur. Wieso? Alter. Ach so. Ja, es wird empfohlen, ins Schwimmbad Schlittschuhe mitzunehmen, weil wir haben dort minus 10 Grad. Ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Wir sind auch die Bauämter sind alle völlig überlastet. Wir haben hier alles schon voll aufgepimpt. Ist so. Ist so, wie es ist. Jetzt ist gerade mal ein Bagger wieder da, weil der Kraftstoff leer ist. Der tankt jetzt einmal auf. Und dann geht's wieder los. Und dann geht's wieder los. So. Dann geht's halt erstmal nicht wieder los. Haben wir jetzt hier die Straße schon fertig? Nein. Also wir haben hier alles unterwegs. Oh nein. 10 km/h fahren die hier. Und der überholt nicht. Achso, auf der Brücke wahrscheinlich nicht. Ich hoffe jetzt. Ja. Jo. Was machen die denn hier? Schneeräumfahrzeug wollte überholen, weil beide dann schneller fahren könnten. Und als das Schneeräumfahrzeug überholt hat, pass auf. Ne, jetzt überholt er wieder nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ist das auch ein Schneeräumfahrzeug? Oder 706? Ja, warum räumt es nicht? Ach, weil es keinen Kraftstoff hat. Okay. Da kann ich aber nichts für. Wir haben jetzt hier hinten eine Tankstelle eingerichtet. Das heißt, hier können sie tanken. Da sollte jetzt ja eigentlich der hier zugewiesen sein. Da, der ist noch im Zulauf. Der Bus kommt. Hier sind sie am Arbeiten. Da ist der Kieslaster. Da auch. Da ist der nächste Bus. Da ist der nächste Bus. Da kommt der Tankwagen. Ist natürlich doof im Winter, müssen wir jetzt mit leben. Ich kann da leider nichts dran ändern. Ich könnte jetzt höchstens noch einen technischen Dienst hier einstellen, dass wir hier auch ein bisschen Schneeräumen haben, aber es ist eh nur die Sandstraße. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Sonst wären wir hier drüben mit Sicherheit noch nicht so weit. So, was hast du jetzt mit? Hast du sogar Arbeit damit? Nein, 6 Passagiere. Sieht das hier aus? Hier haben wir auch Passagiere. So, hier sieht man ganz klar, die haben schon Schlittschuhe dabei. Maulwurfen arbeitet. Okay. Also ist alles am Tun und Machen. Hier haben wir mittlere Priorität, Abrissbüro. Okay. Ja, habe ich gelesen, danke. Haben wir noch mehr, haben wir noch mehr, haben wir noch mehr. Danke. Tschüss. Haben wir weg. 608 Einwohner haben wir jetzt. Haben wir schon wieder welche 21 plus? Nein. Wir haben aber jetzt sehr viele, die von den 0 bis 6 auf 7 bis 15 gesprungen sind. Da haben wir sehr viele jetzt mittlerweile. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Wow. Auf Winter ist immer so ein bisschen so, oder? Die Weihnachtszeit ist vorbei. Wir haben den 4. Januar im dritten Jahr, wo wir jetzt spielen. Und ich bin so gespannt, wo das alles noch hinführt. Sportart, Kirche. Was? Kindergartenplätze? Keine? Okay, ja. Warum sind da so wenig Arbeiter drin?
Sportart. Zwei gemeldete Straftaten. Boah, 16 konnten nicht arbeiten gehen, weil der hier Kindergarten und so. Wir brauchen mehr Arbeiter im Kindergarten. Ah, wir kommen doch von überall gut ran. 26. Wir könnten von hier nochmal welche umsiedeln. Ja. Wir haben doch auch hier die Straße, haben wir auch. Also ich weiß nicht, was die Leute alle machen und wo die überall arbeiten. Wichtig ist natürlich hier, aber wir haben 7% Arbeitslosigkeit und hier haben wir zu wenig Leute. Ach, jetzt haben wir mal welche hier. Sehr schön. Können wir auch gerne nochmal erhöhen. Nein, haben wir schon auf alles erhöht, was geht. Weil nur wenn die natürlich betreut werden, die Kinder, erst dann können wir natürlich auch sicherstellen, dass da alles andere... Ach, guck mal hier, sauber. Tank ist fertig. Das heißt, jetzt können wir die hier auf hochdrehen. Und dann hätten wir hier schon das erste Öl drin. Vielleicht sollten wir da auch schon mal gucken, dass wir dann ein bisschen was abtransportieren. Oder gehen wir in die Schienenplanung? Wir wollten die Schienenplanung machen. Ne? Aber doch nicht im Winter. Kriminalität. Kriminalität ist wirklich ein großes... 4% Alkoholkonsum. Okay. Aber ohne ist auch doof. Schiene. Schiene, das heißt, wir fangen an. Wir fangen an, wir brauchen eine Tankstelle, brauchen wir natürlich auch. Aber was wichtig ist, zum Bauen brauchen wir ein Eisenbahnbauamt. Wir brauchen nicht so ein riesiges, es reicht uns ein kleines Bauamt. Das heißt, wir haben da Materialzuführung, Schienen Co. und Co. Ich weiß nicht, ob wir durchfahren müssen. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal, wir machen mal mit Rusterman hier. Machen wir ein schönes Raster, ohne dass wir uns hier Gedanken machen müssen, dass es schief läuft. So könnten wir rechts noch ein Lager ransetzen für Baumaterialien. Links auch und Straße gerade vor und Schiene auch gerade vor. Oder wir drehen es. So ist Straße und links. Achso, das ist Rotate. Ach, muss ich auch nicht. Spiegeln wollte ich das, genau. So hätten wir Zugänge von links, Straße auf der rechten Seite. Ich glaube, das wäre die bessere Option. Es ist ja theoretisch nur das... Also ich habe noch nie gebaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie gebaut. Das heißt, wir brauchen eine Straßenzuführung, damit wir vorerst Sachen auch hier anliefern können. Da würde ich durchaus das hier in Betracht ziehen. Das können wir gleich mit ausbauen. Und bauen. Bauämter hoffe ich nur unsere. Baharat auch. Svedava alle vier. Das heißt, wir könnten hier nochmal Fahrzeuge kaufen, damit sich das Bauen ein bisschen lohnt. Wir brauchen dann einen Kipper nochmal. Zwei Kipper nochmal. Bagger? Bagger haben wir hier noch gar nicht, ne? Ein Bagger. Und theoretisch brauchen wir haufenweise Kipper, ne? Damit wir nachher auch alles hierher kriegen. Heizungsproblem, ja, kennen wir. So, das wäre dann jetzt das Straßen, das Eisenbahnbauamt. Das heißt, wir hätten links ein Schüttgutlager, wo wir mitarbeiten können und links halt auch hier diesen Gabelstapleranschluss, wo wir beispielsweise auch den Müll mit rauskriegen.
Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir vorgehen wollen. Was wir bauen wollen, elektrifiziert oder nicht elektrifiziert. Ich würde direkt auf Betongleise gehen, weil sonst haben wir irgendwann ein Problem, das auszubauen. Das heißt, es wird nochmal ordentlichen Schwung teuer. Leider, aber es ist, wie es ist. Ne, das bitte ohne. Aber den Raster nehmen wir gerne als Vorzug. So. Da könnten wir in ein Raster reingehen. Genau. Das heißt, von hier könnten wir wundervoll hier rein. Oh. Ey. Ey. Das haben wir nicht so gewertet. Ah. Super. Hätte ich selber nicht besser bauen können. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Querrichtung planen. Das heißt, wir würden dann, das war ja extra so schon geplant, hier mit durchgehen. Das heißt, ich muss mir hier einen Weg aussuchen. Es wäre dann wahrscheinlich hier, wo wir dann durch wollen. So. Ja, das kommt dann nachher alles weg. Da kommen wir nicht durch. Okay. Aber wir können natürlich das hier soweit planen. Das reiße ich auch gleich wieder weg. Dass wir hier. Nein, warte mal. Machen wir ganz anders. Bauen wir hier neben. Halt. Da brauchen wir Brücke für. Ne, Frachtbahnhof nicht. Brücke. Alter Schwede, Fachwerk. Eisenbahnbrücke. Das wird ja alles mal ein bisschen teuer, wa? 135, 140, 135. Also 140 ist da so die Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, ich glaube, so eine Eisenbahnbrücke wäre schon nice. Hier ist unsere Girder Bridge. Elektrifizierte Stahldeckfachwerkbrücke. Nur Fachwerkbrücke? Nur Fachwerkbrücke klingt aber auch gar nicht so schlecht. Und dann elektrifiziert. Wir können ja mal gucken, wo wir hier hinkommen. Oh. Ja. Das heißt, wir würden drüben anfangen, so wie wir es ja hier auch schon gemacht haben. Die Straße können wir ja auch da hinten noch rumziehen, dass wir hier, hier oben ankommen mit der Brücke. Guck, wir haben ja nämlich einen Versatz von 3 Metern. Würde ich schon gerne gerade setzen. Und dann von gerade auf. Halt. Nochmal Q bitte. Da sind wir unten angekommen. Das könnten wir so in den Bau geben, so dass wir dann, hatte ich jetzt drüben elektrifiziert gebaut? Nee, ne? Unfertige Eisenbahn 148. Ich glaube nicht. Ich meine, das ist hier noch nicht so schlimm. Aber die Hauptstrecke sollten wir nachher schon elektrifiziert bauen. Ich bin noch unentschlossen. Bauen wir elektrifiziert oder bauen wir nicht elektrifiziert? Wenn wir elektrifiziert bleiben, klar, ist umwelttechnisch die bessere Variante. Und wenn wir irgendwann mal Strom in Übermaß haben, können wir damit ja auch gut fahren. Sollte aber mal der Fall eintreten, dass wir Stromprobleme haben, fahren auch unsere Bahn, fährt auch unsere Bahn nicht mehr. Das sehe ich als Problem. Kraftstoff hingegen hätten wir en masse. Wenn wir aber aufrüsten wollen, wird das, glaube ich, ein Problem.
Aber ich nehme ja Probleme immer gerne mit. Das heißt, wir werden mit Problemen bauen. Ohne Strom. Ah, hier, das ist der Winkel, den wollen wir nicht. Null. Vielleicht kommen wir hier wieder auf so ein Ding ruf. Da ist es. So ungefähr sieht der Plan aus. Wir können ja nachher die anderen Sachen mit Brücke bauen. So, und weil es so schön ist und es ja immer so viel Spaß macht, bauen wir gleich zweigleisig. Plan jetzt hier einfach mal weiter. Und dann ist der Plan, wenn hier nachher alles fertig gebaut ist. Oh, die erste Pumpe ist gleich schon fertig. Dann müssten wir die natürlich abreißen. Oh. Aber dann so. Nee. Ach so, da sind wir rangegangen. Die Pumpe ist fertig. Wir haben noch keinen Strom. Geil. Ja. So, dann können wir ja nicht bauen, wenn wir ja. Mhm. So, wir hätten quasi unser erstes Problem. Wir haben nämlich keinen Strom. Hatten wir jetzt hier schon? Hohe Priorität hatten wir nicht. Hohe Priorität. Strom bitte auch hohe Priorität. Aber ich muss jetzt natürlich erstmal die Schienen planen, weil ohne Schiene kriege ich das hier nicht ordentlich geplant. Wenn wir jetzt ja. Jetzt haben wir richtig ein Problem. Wir bauen uns mal so einen LKW-Ladeplatz. Sonst kriegen wir das Öl hier ja nicht weg. Flüssiggut laden, entladen. Hatten wir ja auch so ein kleines Gerät, ne? Reicht ja auch. Warte, so rum. Ne, wir machen das anders. Ach, guck mal, da vorne kommt auch noch einer raus. Hier, da ist ja auch noch einer. Ja, genau, nee, nein. Wenn ihr das ohne Anschlüsse bauen wollt, ne? Linke Steuerung, oder geht auch rechte? Ne, linke Steuerungstaste. Also STRG-Taste. Dann baut die Gebäude ohne Anschluss. Und dann bauen wir einfach von hier unten unterirdisch. F3, unterirdische Ansicht, bauen. So, hier Straßenanschluss erstmal. Das war doof. Wenn er sich um einen verschubst. Weil da passt da gerade ran. Super. Bauen. Hatte ich nicht gesagt bauen? Doch jetzt. Bauen. Ah, oh. Jetzt habe ich gleich alles gebaut. Ist auch super. Das heißt, wir bauen jetzt von dem Eisenbahnbauamt hier. Müssen wir natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt da Strom mit reingelegt haben oder nicht. Okay, direkt reinbauen. Doch, können wir auch, aber nicht zu weit. Höhenunterschied. Also das ist ja auch, wie gesagt, erstmal nur zum Bauen hier, ne? Alles andere ist ja erstmal irrelevant. Ach, guck mal, da passt es auch. Nee. 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 Ja. Das können wir machen. Das sah nämlich okay aus. Das auch. Jetzt kommen wir in alle Richtungen auf jeden Fall schon mal rauf auf die Strecke zum Bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal das hier bauen. Bau läuft ohne Probleme. Das finde ich super. Unser Bagger, den wir gekauft haben, ist gleich hierher. Hier haben wir ja weiterhin unseren Tankkumpel.
Ja, Strom, ne? Strom, meine Lieben. Strom sollten wir aber, wie gesagt, an unser. Oh, die ist fertig, die Hauptstraße. Die Hauptstraße ist fertig. Wie cool ist das denn bitte? Okay, das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Strom. Strom brauchen wir ja für alle. Das heißt, wir brauchen hier einen großen Anschluss. Hochspannungsschalter, nein. Wir brauchen einen Stromtransformator. Das heißt, ein großer Stromanschluss geht rein, viele kleine Anschlüsse gehen raus. Das Ding bauen wir. Können wir hier ruhig mit ransetzen. Das heißt, wir brauchen da Strom, dort, hier oben bei den Pumpen, hier rechts bei der Pumpe. Die Pumpe, also, ne? Und hier unten brauchen wir auch, also können wir durchaus hier gut machen. Das heißt, wir gehen hier noch mal, drehen hier nochmal nach der anderen Seite rum und gehen dann, man könnte sogar beide Infrastruktur. Was ist da für eine Infrastruktur? Ich frage nochmal so. Ist da irgendwas, was ich. Achso, dass die hier. Da ist die drunter. Ach, wenn da eine Ölpipeline drunter ist, kann ich da nicht drauf bauen. Ja, wie fiese ist denn das bitte? Hm? Okay, auch nur trotzdem. So, von da aus können wir dann natürlich alles schön verteilen. Habe ich jetzt eigentlich schon entschieden, dass wir hier einkaufen dürfen, Strom? Im Moment müssen wir ja alles einkaufen. Strom, Import, Kauf, 80%. 90, ne. 100 brauchen wir nicht. 90 brauchen wir auch nicht. 80% reicht uns. Heizungsprobleme weiß ich von. Habe ich schon von gehört. Also wir werden irgendwann mal mit der Schiene hier gerade rüber gehen. Aber im Moment ist hier der kürzeste Weg und der günstigste Weg und deswegen bauen wir das jetzt erstmal so. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wir werden auch einfach erstmal einspurig darüber gehen. Also eingleisig. Ich wollte das jetzt nicht bauen, weil wir ja hier unsere Öltanks haben und wir ja hier eigentlich noch unsere Ölabsaugung, wollte ich gerade sagen, machen wollen. Oh, die ist schon fertig, die Hauptstraße. Ja, dann reißen. Nee, die bauen wir jetzt aus. Warte. Ach, direkt dahin gefahren. Krass. Dann gehen wir darüber. Und dann bauen wir die hier gleich mal aus. Die. Sorry. Oh nein, die Busse kommen auch noch. Oh nein. Ach, die fahren dann noch rüber über die Baustelle. Ja, wie eiskalt. Aber wir können auch hier noch so ein kleines Verbindungssträßelchen machen, damit ihr dann über die schnellere Straße fahren könnt. Hier kommen wieder neue Arbeiter. Das heißt, hier haben wir den ersten Strom gleich dort. Bei der ersten Spannungsverteilung. Das heißt, wir gehen dann nochmal mit einem großen Mast. Ja, ich würde schon sagen, dass wir die mittlere Geschichte hier nehmen. So. Dann wollen wir hier rüber über die Hauptstraße. Und daran können wir direkt machen. Genau. Und bauen wir auch. Dann brauchen wir hier ja noch so ein Spannungsgerät, Kumpel. Achso, ein Umspannwerk brauchen wir auch noch. Können wir hier direkt mit dran setzen, ne? Pass auf. Pass auf. Hä? Infrastruktur. Ach, ich kann nicht mal auf. Hä? Was ist hier los? Oh, kalter Schauer hier, hallo? Wie Feuer gelöscht. Gebäude brennt, Feuer gelöscht. Was war das? Lagebericht zum Erdbeben. Erdbeben? Ein leichtes Erdbeben hat sich ereignet. Überprüfen Sie Ihre Gebäude auf Schäden und sorgen Sie für Sicherheit aller. Dieses Erdbeben hat einen mittleren Wirkungsradius, sodass Strukturen in einer mittleren Umgebung betroffen sind. Seien Sie wachsam und beurteilen Sie Schäden in der Nähe. Momorsk. Das ist. Oh, Alter Schwede. Erdbebenschäden. Alter. Seid ihr verrückt oder was? Boah, habe ich gerade einen kalten Schauer gehabt. In der Nähe von Momorsk.
Also wird das hier gewesen sein. Gebäudezustand. Oh. Oh. Das hat echt... Habe ich noch nie gehabt. Gebäudeabnutzung 5%. 10%. 17%. Also die Schule hat es durchaus erwischt. Oder die Schüler sind da ziemlich heftig. 13%. Was macht bei dir? 6%. 9%. 8%. Wird es die Forschung? Oh, die Forschung ist gleich fertig. 12%. Wie kriegen wir die Abnutzung eigentlich wieder hin? Wir müssen doch irgendwie so ein Wartungsgebäude haben, oder nicht? Was ist hier mit dem hier? Eis gebrochen? Ach, wir haben 5. März. Das ist schon wieder wärmer draußen. Das ist gut. Bauen sie immer noch nicht, wa? Hohe Priorität. Kein Bau anzugewiesen. Ja, auch. Hohe Priorität, bitte. Oh, hier, Spielplatz wird gebaut. Sehr schön. Oh, hier, unser Abrissbüro ist fertig. Abrissbüro ist fertig. Stehen da noch? Achso. Du kannst bitte dort jetzt anfahren. Wollen wir mal gucken, ob das denn klappt. Hier wird ja noch der Weg gebaut. Okay. Also, wir sind da auf einem guten Wege. 46. Das heißt, ich habe es wieder voll überzogen. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, ich werde im Moment auf die Kommentare nicht eingehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erst darauf die Woche auf die Kommentare eingehen. Oder ich in dem Falle. Und dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Ja, hier müssen wir noch ordentlich dran bauen. Ja, die neue Straße ist auch, die ist auch schon im Bau. Also ihr seht, hier ist richtig cool was unterwegs. Und es geht voran. Auf der zweiten Insel. Hier ist auch schon die erste Stromgeschichte. Wo er prioritär den Strom durchleiten soll. Und dann, wenn wir hier hinten soweit sind, müssten wir genau die Stromleitung, wollte ich noch drunter durchlegen, bevor die Action hier losging. Ach genau, da hatten wir ja festgestellt, dass wir keine Straßen über vorhandene unterirdische Kabel legen können, Rohre legen können. Also wir können sie im Nachhinein drunter legen, die Rohre. Aber das war's auch. Hm, schade. Okay, ist aber nicht schlimm. Wir wollten jetzt trotzdem einmal ein Transformatorenhäuschen haben. Dann brauchen wir nämlich gar nicht erst hier rüberlegen. Ich würde es trotzdem mit hier vorne dran setzen. Oder wir bauen eine Straße von hier vorne raus nochmal. Nein, brauchen wir nicht. Gebe ich, nein, Strom, Transformator, Haus, ihr Gerät. Ah, können wir auch hier drüben hinbauen, hier kommen gegenüber. Oder wir gehen da drüben jetzt mit dieser Straße raus. Gebäude kann nicht auf anderen Strukturen gebaut werden. Geht auch eine Leitung lang? Jetzt geht's. Da nicht? Da ja. Okay. Warte. Damit wir da hinten auch rankommen. Guck mal, das ist echt Millimeterarbeit. So. Dann wird das auch. Und dann bauen... Achso, das Transformatorenhäuschen haben wir. Das haben wir. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz herzlos, schmerzlos hier quer rüber. Und bauen das Ganze. Okay, Forschung ist auch noch fertig. Ich sehe schon, das, also mit 40 Minuten hat jetzt einmal geklappt, ne? Aber wir müssen jetzt auch nochmal schnell neue Forschung einsetzen. Und zwar nicht Basisforschung Umwelt. Wir wollen die Raffinerie. Damit gehen wir jetzt in die Zielgerade, wo wir hinwollen, ne? Okay. So, bleibt spannend. Regierungsviertel steht. Gerechtigkeitsstraße. Auch schon wieder fast voll. Wie sieht das aus? 647. Wir waren bei 540, oder nicht? Oder 580. Was haben wir jetzt? Ein neuer? Achso, neues Fahrzeug. Oh, Gebäude brennt, Gebäude brennt. Feuer gelöscht, Feuer gelöscht. Forschungsprogramm.
Ja, also das mit dem Erdbeben, das war schon eine crazy Geschichte, muss ich sagen. Trotzdem, sehr spannend. Also sehr spannend, ich bin sehr aufgeregt. Auch ich muss mich mal schlau machen, wie ich Gebäude repariere. Ja? Von daher würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Workers and Resources hier auf Kante Zocken. Bis dann, euer Kante. Tschüss.